Nach der heftigen Rallye der Aktienmärkte seit Ende Oktober waren die gestrigen Nvidia-Zahlen zwar natürlich wieder ganz bombastisch, aber nicht gut genug, so wie es aussieht, um die Rallye der Aktienmärkte fortzuführen. Wenn wir uns diese Nvidia-Zahlen mal anschauen, dann sind da vier Punkte, die nicht zusammenpassen, wo man sagt, naja, entweder die haben ihre Bilanz hier sehr, sehr schlampig gemacht, absolut schlampig, passt nicht zusammen hinten und vorne, oder wir haben es hier mit Betrug zu tun, man kann es leider nicht anders sagen. Dazu gleich mehr. Jedenfalls die Aktie von Nvidia ist gestern gefallen, das erste Mal seit einem Jahr oder vier Quartalen. Nach Bekanntgabe von Quartalszahlen nicht dramatisch. Wir sehen ziemlich volatil die Aktie. Zunächst mal kurz rauf, dann war sie kurz 5% im Minus nachbörslich, dann ist sie wieder ins Plus gedreht und dann so langsam nach unten geditscht. 1,74% im Minus, nicht dramatisch. Woran lag es? Vor allem an der Umsatzerwartung für das nächste Quartal. Die war bei 20 Milliarden Dollar. Die Flüsterschätzung lag zwischen 18,5 und 21,6 Milliarden Dollar. Naja, und wenn du dann so ein gehyptes Unternehmen bist, in dessen Aktie so viel eingepreist ist, dass Elon Musk schon blass wird, dann ist das zu wenig aus Sicht der Märkte. Wir sehen hier rechts diese potenzielle Umkehrkerze bei Nvidia. Und natürlich, man hat in jeder Hinsicht wieder die Erwartungen übertroffen. Earnings per Share, auch Revenue mit 18,12 Milliarden. Vor allem stark, und das ist der wichtigste Sektor, Data Center mit 14,5 Milliarden. Was belastet hat, ist das, was Sie rechts hier sehen. Links sehen wir in dieser Grafik die Data Center Zahlen, geht steil nach oben. Rechts sehen wir die Warnung von Nvidia, dass die Umsätze in Richtung China zurückgehen dürften, das aber überkompensiert werde durch die anderen Regionen. Also man warnt vor schwächeren Verkäufen in China, weil die offenkundig jetzt viel auf Halde schon bestellt haben. Aber hier sehen wir, das wäre das erste Mal seit November 2022, dass die Aktie fallen würde nach Vorlage von Zahlen, wenn sich das jetzt hier fortsetzt. Und November 2022 war ChatGPT. 30. November 2022 kam ChatGPT. Oder würde öffentlich gemacht, dieser Gamechanger, der ja dann vor allem auch Nvidia sehr, sehr stark geholfen hat. Schauen wir uns zunächst nochmal hier die wundersame Entwicklung an. Es geht mit dem Umsatz ganz unten hier total nach oben, die ganze Zeit nach oben. Nvidia hatte vorher ein Kursgewinnverhältnis von 114,7. Das wäre jetzt etwas geringer, aber immer noch himmelhoch. Und das angesichts von ein paar Fragezeichen, meine Damen und Herren, die hier ein Twitter-Autor mal aufgedeckt hat. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Erstens sind jetzt in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 also die Umsätze von Nvidia um sagenhafte 85% gestiegen. Jetzt gucken wir uns aber mal die Vergütung an für Management, für Mitarbeiter etc. Also Sales, General and Administrative Costs. Also das, was ein Unternehmen an Administrationskosten hat, Mitarbeiter, Prämien für Vertriebsmitarbeiter und so weiter und so fort. Und in diesem Zeitraum, wo die Umsätze um 85% gestiegen sind, sind die Ausgaben für Mitarbeiter, Sales, Vertrieb also und so weiter nur um 7% gestiegen. Sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Diese Widersprüche waren schon in den letzten Zahlen relativ evident, oder wo man sagt, naja, okay, das ist komisch. Sind die Mitarbeiter jetzt mit Aktien dann kompensiert worden? Nein, nicht, wenn man sich die Dinge genau anschaut. Also, man hat fast den Umsatz verdoppelt, aber die Kosten, die man hat für Administration und so weiter, die sind praktisch unverändert. Macht irgendwie keinen Sinn. Erster Widerspruch. Zweiter Widerspruch, und das ist noch gravierender, die sogenannten Accounts Receivable, also das sind Gelder, die man noch erwartet. Da hat man also etwas abgesetzt, hat Chips verkauft, aber kein Geld dafür bekommen. Die sind jetzt in diesem Zeitraum zwischen, also Vergleich, erste 9 Monate 2022 und erste 9 Monate 2023 um 1637% gestiegen auf jetzt 4,5 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten, Nvidia hat
4,5 Milliarden Dollar noch nicht bekommen, die man eigentlich ja schon verkauft hat oder die man hätte erlösen können durch Chips. Das sind also etwa 30% des gesamten Umsatzes sind offenkundig gemacht worden durch Kunden, die irgendwann mal später bezahlen oder gar kein Geld haben. Oder was ist denn mit diesen Verkäufen? Das ist komisch. Also normalerweise verkauft man ja Dinge und dann kriegt man Geld dafür. Ist da auf Rechnung gearbeitet worden? Ja, zahlen nächstes Jahr. Irgendwie sehr, sehr seltsam. Dann gucken wir, zweiter Widerspruch. Erster Widerspruch, also die Vergütung für Management, Mitarbeiter etc. ist praktisch nicht gestiegen, während sich die Umsätze verdoppelt haben. Ungewöhnlich bei einer Firma, die so schnell wächst. Der zweite Widerspruch, also man hat über 30% des Umsatzes nicht in der Kasse, den man aber eigentlich haben müsste, weil die nicht bezahlen oder was ist da los? Dritter Widerspruch. Inventories, also die Lagerhaltung. Und wir sehen hier in den ersten 9 Monaten diesen Jahres, ist im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des letzten Jahres, ist die ganze Geschichte mit der Lagerhaltung um sagenhafte 7% gestiegen. Jetzt hat man ja, es ist seinen Umsatz fast verdoppelt, 85% gesteigert. Wir haben also ein expandierendes Business. Und normalerweise sagst du, naja, wir wachsen und so weiter und so fort. Dann wächst normal auch die Lagerhaltung, damit du reagieren kannst auf bestimmte Dinge. Und hier sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Wir haben also praktisch unveränderte Lagerhaltung, nur ganz leicht gestiegen. Und das bei einer Firma, die sich im Umsatz fast verdoppelt hat. Sehr, sehr ungewöhnlich, fragen Sie mal Geschäftsführer, deren Umsatz so stark wächst. Und sagen dem, aber deine Lagerhaltung hat sich nicht verändert. Dann sagt er, natürlich hat die sich verändert und zwar massiv. Also sehr, sehr ungewöhnlich, dritter Widerspruch. Und dann, und das ist vielleicht mit das Seltsamste, Nvidia muss, wenn es Chips verkauft, bestimmte Gebühren bezahlen, Patentgeschichten, IP-Patente, Copyright-Geschichten, die mit Chips immer irgendwie verbunden sind, wenn man einen solchen Chip verkauft. Jetzt hat man ja, wie wir wissen, also in den ersten 9 Monaten hat man den Umsatz um 85% gesteigert. Jetzt gucken wir uns aber mal diese Kosten an, die man eben für diese Gebühren, wenn man so will, die man hat, wenn man Chips verkauft, die sogenannten Prepaid Royalties. Und wir sehen, dass die in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Jahr 2022, derselben Periode, also die ersten 9 Monate, sogar kaum gestiegen sind. Und also das ist wieder auch so ein Punkt, normal, das sind Dinge, die dazugehören, IP-Patentgebühren, diese Geschichten, die eben mit Patenten zu tun haben, die mit Rechten zu tun haben und so weiter und so fort. Und hier hat man seinen Umsatz fast verdoppelt, aber diese Geschichte ist auch nicht gestiegen. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Wir haben also 4 Punkte, die nicht zusammenpassen. Wir werden sehen, ob Nvidia das neue Enron ist. Da ist faktisch Geschäft vorhanden, aber es ist eben nicht so, wie es dargestellt wird. Entweder sehr schlampig, passt nicht zusammen, oder wie gesagt, da ist sowas grundsätzlich von faul, dass man die ganze Geschichte in Frage stellen muss. However, switchen wir mal rüber zu OpenAI. Ich höre heute Morgen die Nachricht, dass Sam Altman jetzt doch wieder CEO von OpenAI ist. Wir sehen, das System ist zuletzt ziemlich stark ausgefallen. In den letzten 24 Stunden gab es ja riesen Turbulenzen von Mitarbeitern von OpenAI, die mit Kündigung gedroht haben, ich glaube 80-90% und so weiter und so fort. Jetzt ist der gute Mann wieder CEO von OpenAI, also das war ja die Rallye bei Microsoft an dem Tag, wo es hieß, naja, wir haben den guten Mann engagiert. Aber jetzt kommen wir mal zur Monetarisierung von KI. Wir wissen ja, dass Microsoft versucht hat, ChatGPT einzubauen, zu integrieren in die Bing-Suchmaschine, also in die Suchmaschine von Microsoft. Und wir sehen mal den Marktanteil in den USA. Bing 6,48%, Google 89,15%. Seit Einführung der ChatGPT-Anwendung in Bing ist der Marktanteil von Bing sogar gesunken gegenüber von Google. International, weltweit spielt Bing praktisch keine Rolle mit 3%, Google mit 91,55%. Das heißt, obwohl Microsoft ChatGPT integriert hat, bringt ihnen das null. Es bringt keine Marktanteile, vielmehr verliert Bing sogar Marktanteile mit seiner Suchmaschine. Also wir sehen, das ist schwer, die ganze Geschichte zu monetarisieren. Kommen wir nochmal zur Fed. Gestern, Geldpolitik wird restriktiv bleiben. Das war die Message
Das gestrigen FOMC-Protokoll. Und man hat davor gewarnt, dass die Aufwärtsrisiken für die Inflation nach oben gerichtet seien. Und man würde agieren, wenn also hier die Dinge wieder sich verschlechtern in Sachen Inflation. Rechts sehen wir mal die Financial Conditions, die sich ja dramatisch gelockert haben mit Fall der Renditen und Anstieg der Aktien. Fed gave no indication of possible rate cuts. Und diese rate cuts aber sind eingepreist, wie ich gestern schon gezeigt hatte. Man erwartet erste Zinssenkungen ab Mai. Jetzt sehen wir aber diese Inflation, die ist nicht wirklich vorhanden im Gütersektor, da sind wir praktisch bei Null, aber im Dienstleistungssektor ist sie eben nach wie vor sehr, sehr hoch und wohl auch stetig hoch. Das Ganze dürfte nicht vorbeigehen. Aber gestern hatten wir ja schwache Zahlen von Einzelhändlern, Kohl's, Abercrombie & Fitch, Lowe's, Best Buy, American Eagle, wie sie alle heißen. Wir sehen, die Delinquency Rates gehen nach oben. Das heißt, die Sorge um den Konsumenten ist stärker geworden und das hat die Fed auch ein Stück weit aufgenommen. Immer mehr Erwähnungen, wo Fed-Mitglieder sagen, ja, ja, unsere Informationen aus meinem Distrikt sagen, die Kunden, die Konsumenten werden schwächer, die Firmen investieren weniger, die Wirkung der Zinsen schlägt immer mehr durch. Also man sieht Downside Risk zu Wachstum. Das hat jetzt auch die Fed wahrgenommen und siehe da, die Analysten haben die Erwartungen für die S&P 500 Unternehmen, nämlich die Profit Estimates, also Profiterwartungen, nach unten genommen. Warum tun sie das? Weil die Umsätze fallen, dazu gleich mehr. Aber hier sehen wir nochmal den Economic Surprise Index aus den USA, also die Abweichung von der Erwartung bei den Daten, die reinkommen. Und wir sehen, das geht permanent nach unten. Die Aktienmärkte sagen sich, ist doch fantastisch, dann wird die Fed die Zinsen nicht mehr anheben und bald senken. Deswegen sind die Aktienmärkte gestiegen, während die Wirtschaft immer schwächer wird, weil schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich an der Schwelle, wo schlechte Nachrichten dann auch wirklich schlechte Nachrichten sind, weil eh klar ist, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben und schlechte Nachrichten dann eben signalisieren, dass irgendwas nicht stimmt. Und was nicht stimmt, das sehen wir bei den Umsätzen. Die Umsätze sind das große Problem, nicht Gewinn pro Aktie, da kann man ja viel machen, aber am Umsatz kann ich nichts machen, an dem, was ich verkaufe, kann ich eben nicht drehen. Und gedreht haben natürlich die Märkte auch und aus meiner Sicht zwei Faktoren, erstens Unterpositionierung von Institutionellen, bärische Stimmung damals etc. und vor allem große Short-Positionierung. Diese Short-Positionierung ist jetzt komplett rasiert gewissermaßen. JP Morgan hat ja gesagt, dass das vorwiegend Short-Covering war, was da passiert ist seit den CPI-Daten, also seit den letzten Inflationsdaten, die die Märkte ja zu einer massiven Rallye veranlasst hatten. Jetzt die CTAs, die Commodity Trading Advisor, wichtige Fraktion bei US-Investoren, die haben 40 Milliarden Dollar im S&P 500 gekauft. Die sind jetzt auch fertig, gleichzeitig das Put-Call-Ratio sowohl auf die Indizes wie auch bei einzelnen Aktien jetzt deutlich nach unten gegangen. Also kaum mehr Short, was irgendwie gesqueezed werden kann. Wir sehen gleichzeitig massive Einflüsse in den Triple Q, also in die Nasdaq-Werte, wenn man so will, oder in das Nasdaq-ETF, das eben den Nasdaq abbildet. Binance muss Milliardenstrafe zahlen. Wenn wir jetzt mal zu Krypto kommen, man hat zugegeben, hier Transaktionen mit der Hamas und anderen terroristischen Gruppen zugelassen zu haben. Da muss man jetzt ein bisschen was Geld zahlen. Dem Chef von Binance, Zhao, droht jetzt das Gefängnis. Wahrscheinlich wird es eine Bewährungshaft von maximal 1,5 Jahren, so wie es drauf rausläuft. Aber Forbes hat mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Da hat man ja immer wieder Leute praktisch ausgewählt, die dann ein Riesenproblem hatten. Ich hoffe, Sie können das hier sehen. Da ist Zhao eben noch Crypto Secret Billionaire Club. Also da ist er noch gehypt worden und dann ging es aber nach unten. Jetzt muss ich ja mal Handy das Ganze verschieben. Wo bin ich da? Da sind wir schon gewesen. Ja, da waren wir, dann machen wir hier weiter, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir nach Europa.
Wir sehen jetzt immer mehr Notenbanker, die sagen, Mensch, seid nicht zu voreilig in Sachen, Inflation ist vorbei. Lagarde gestern zu früh, um den Sieg über die Inflation zu erklären. Sie erwartet, dass die Inflation wieder leicht ansteigen dürfte. Auch Barkin von der Fed, Jobs not done on bringing inflation down. Also das ist der neue Chorus. Und wenn wir jetzt mal Deutschland wieder in den Blick nehmen, in Italien herrscht wörtlich Schadenfreude over German fiscal fiasco. Es ist wahrscheinlich das erste Jahr seit 2003, dass die Italiener wachsen und wir nicht. Italien hat ja vermieden, von Moody's auf Junk abgestuft zu werden. Gleichzeitig hat man Kasse gemacht bei Monte dei Paschi, dieser ältesten Bank der Welt, die so unter Druck war, wo der Staat eingestiegen ist. Das hat man jetzt verkaufen können, hat dadurch Geld in die Kassen gespült. Aber hier sehen wir mal, wir sind nicht mehr dynamischer als Italien, was super ist. Und das liegt unter anderem daran, dass wir ja ein bisschen seltsam sind in Sachen Energiemix. Wir verlassen uns komplett auf die Elektrifizierung und ansonsten decken wir die Grundlast mit der schmutzigsten LNG ab. Die Welt sieht es offenkundig anders, deswegen steigen die Uranpreise über die Marke von 80 Dollar pro Pfund. Und die Begründung ist praktisch eine Renaissance der Atomenergie, weil eben die Nachfrage nach Uran da ist. Ein Grund für Atomenergie ist eben Einsparung von CO2-Emissionen und gleichzeitig soll Kernenergie die Grundlast beim Energiebedarf absenken. Also das, was die Erneuerbaren nicht können, eben immer da zu sein. Die sind mal da, dann entweder zu viel oder meistens zu wenig. Das ist ja das, was die Schwierigkeiten verursacht. Und hier sehen wir mal eben diesen Klimafonds aus Deutschland. 212 Milliarden sind da drin. Da ist auch diese 12 Milliarden Microchip-Subsidies, also Intel und Co., Wasserstoff, E-Mobilität, Bahn und so weiter und so fort, die Vergrünung von Gebäuden, also die, wie soll man sagen, Sie wissen schon, emissionsfreier Net 60 Milliarden, sodass eben diese Sondervermögen mehr, das Doppelte etwa sind dessen, was der Bundeshaushalt ist. Und jetzt brennt die Hütte, die Ampel sucht einen Ausweg aus der Haushaltskrise, taufrisch dieser Artikel. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, und die zweite Empfehlung, der Tag nach den Zahlen, was sagen Analysten zu den Zahlen von Nvidia? Also diese beiden Empfehlungen, ich sage jetzt Servus, ciao.